So, als nächstes Spiel steht auf dem Programm RuneScape Idle Adventures von den gleichen, die Adventure Capitalist and Communist gemacht haben, also von Hyper Hippo Games. Und ja, also auf ins Spiel, mal schauen, wie sich das Spiel ausnimmt und welche Mechaniken sie da reingesteckt haben. So, Welcome to the RuneScape Idle Adventure Beta. Also das Spiel ist auch im Early Access bei Steam. The game is currently in development, genau. Und okay, Bugs sind möglich und wie immer ist es halt in Entwicklung. Welcome to Arena Escape Idle Adventures. Select your character, gender and name and let's start it. Sally. Male. Spiele. Wie? Oh no! Warum kann ich keine längeren Namen benutzen? Naja, zumindest der Spielfehl klappt. So, take a new quest to begin your story. Jawohl. Spielfehl. What is this place? What have the trees fallen? And arrange so. Why does the animalcule in Knots? Was? Also, hallo Farmer Fred. Svizzadronia Bert, a demon. Everyone run for your lives. Okay, alle sind weggelaufen. Auf zu den Waffen. Oh, no, I'm not going to hurt you. I didn't mean you to scare you, whatever you are. Was? Okay, mein Name ist Fred. Kein Angriff, but usually consider good sense to flee at the sight of a giant. What are you? Ja, was bist du? Du blaues Etwas. I'm sorry, I don't know, I don't remember. Please tell me, where are we? And what are you doing? This is Dragno Village and I'm fishing. Fishing, Fische fangen. Mit der Mistgabel Fische fangen. Okay, select response. Wonder, angry, silly. Bin ich jetzt verwundert? Silly? Wie wunderlich. I can sense something in the water. May I try? May I try fishing? Ja, lass uns fischen gehen. Fischen gehen. Los. Complete fishing 5 times in Dragner Village. Quest Rewards. Okay, Claim Rewards kann ich erst, wenn ich das sehe. Mortal, give a man a fish. Gut. Information. Undertaking quests for the citizens of Gilnor is a great way to learn more about the world and earn rewards. Also, klar, Mission, wie immer, helfen, jedem, immer, überall, was auch immer für Monster auf mich warten. Und sei es auch nur, wenn ich ein paar Fische fange. Once a quest is accepted, you can review the requirements, your progress and the reward from the quest menu. Okay, ich sehe zwar jetzt noch nicht, was das hier ist, aber okay. Gut, select the tile to start fishing. Könnte ich vorher noch mal die Einstellung bekommen? Na gut, okay, kann ich nicht, dann gut. Ha, jetzt. Music. Danke. Master Max. Sound. Oh, completed quest. Show new badge. Oh, der hat gleich 5-mal von alleine gefangen. Svizzado. Ach, er sammelt einfach weiter. Na sowas. Kann ich Geld verdienen. Sweet Sadomin Bird, I can't believe you caught so many so fast. Where did you learn that? Tja, das ist einfach angeboren oder so ähnlich. The Anemia flow freely here. The Anemia flows freely here. Okay. Is there anything else you can show me? I guess not so. I need to start a fire to warm up and cook these beauties. And the village could always use more fish. Okay, wir werden mehr Fisch fangen. Quest complete. Give a man a fish. Reward earned. Blue Anima 1000. Rewards 1 von 3. Next Reward. Fishing XP. 500 XP für Fishing. Ich werde immer besser. Fire Making. New Town Teil. Ah ja. Okay, dann machen wir jetzt Feuer. 5 Sekunden dauert es. Ah, ich kann immer nur eins machen. Okay. Gut zu wissen. Also, hier, Fire Making. Unlock One, Citizen Cost. Level Up.
Ah ja, das ist die XP-Geschichte. Level up. Okay, je mehr ich davon gemacht habe, desto mehr Experience habe ich gesammelt und deswegen. Genau, ihr könnt mir Combat Trade, da 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 da. Okay, zu viel Text. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, also wenn er das Ganze übt, dann wird automatisch seine Erfahrung besser und ich muss weniger Geld investieren, um das Ganze zu machen. Warum ist er da jetzt schon auf Level 5 gesprungen? Okay, Combat, da habe ich noch nichts. Gut, was ist das hier? No Quest Active, Mortal God. Okay, keine Quests. Oh, da sind die verschiedenen Dörfer. Da werde ich ja noch einiges anstellen können. Okay, 10 per Sekunde, 1 von 9. The Taunts of the Driver will help you to get your bearings. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Platz, um das zu erweitern. Da haben sie sich ja ein interessantes Spiel ausgedacht. Mal gucken, wie das dann alles im Detail laufen wird. Was ist das hier? Achso, das sind die Fische. 2 von 99. Oder nee, 99. View all skills. Also Level up. Nicht, dass das alles ins Leere läuft. Aber was hat die 99 zu bedeuten? Also ich habe 500 Lebenspunkte. Heißt ein Multiply the speed of the skill that your character is working on by 500%. Total level 10 required. Gut. Was hat das zu bedeuten eben? Okay, das heißt, ich kann dann mehr auf einmal fangen. The book, the rest of the village that told you you are a vengeful demon or nothing. Can you show them your crazy fishing skills? Oh, they would like to learn. I think I can show them how to do it. In return, can you show me this fire making you mentioned? Sicher? Klar, bring mir bei, wie man Feuer macht. Silly. Alright, let's light the fire under the people. Was? Nein! You mean like motivation them, right? das heißt, silly ist so ein bisschen crazy, oder was? Yes, they will be very motivated. Okay, get 6 citizens to learn fishing in Draenor Village. Ah, ich habe die Leute gekauft, damit sie jetzt für mich mitfischen. Complete 6 firemaking 6 times in Draenor Village. Okay, alles klar. Move to a firemaking tile to earn some extra anima. Was? Move to the firemaking tile to earn some extra anima. Ah, okay, das heißt, die arbeiten ja jetzt von alleine weiter. Das heißt, ich arbeite hier und die arbeiten dort. Und ich kaufe mir hier noch einen 5. und noch einen. Ja, machen wir mal die. Achso, jetzt habe ich natürlich nicht genug. Okay, klicken kann ich nicht, aber es ist halt eher ein Idle Game. Okay, hier sind dann auch gleich die Buy-Geschichten. Okay, und hier zählt es runter. Das heißt, nachdem das dann 5-mal gemacht wurde, bin ich dann auch soweit fertig. Ah, hier kann ich dann automatisch schon das Level hochsetzen. Quest complete. Teacher, ja, hättest du es doch gleich offen lassen können. Also ich habe 6-mal Feuer gemacht und ich habe 6 Leute engagiert. Dann her mit den Belohnungen. Alright, was next? I all fired up right now. You have a way with words, Spielephilosoph, I will give you that. Okay, also 300 Anima, Firemarking XP, Fishing, plus 5 in Draenor Village, Max Citizens. Ah, ich habe auch noch eine Begrenzung, wie viel ich maximal einstellen kann, oder was? Firemaking plus 3, Max Citizens und New Town Title Cooking. Okay, jetzt kann ich. Und Farming. Das heißt, 2 neue Bereiche freigeschaltet. Was ich jetzt nur noch nicht verstehe, ist, wo da eventuell die Begrenzung liegt.
Okay, also das habe ich ausgerüstet, ein Basic Shirt, sonst habe ich hier noch keine weitere Ausrüstung gefunden und helps things in your favor in difficult quests, so be sure to change things up if you are stuck. Ja. So, was ist das? Threats of Time, Reset the World, Few God Quests. Null Quest available, visit the Pantheon. Hallo, Götter. 15 Threats, Unlocked Chapter 2. Da muss ich wahrscheinlich die Welt ein paar Mal resetten, um dann da weiterzukommen. The God of Order and Wisdom, Zaradomin, is believed to be the most worshipped God in all of Xellia. Okay, also du bist der wichtigste Obermufti-Gott, wie auch immer. Visit White Wolf Mountain. Explore the world to find the White Wolf Mountain. Also, wo ist der Wild World, Wild Dingsbums Mountain? Hier hinten. Also, bis dahin muss ich kommen und dann kann ich mit Gott sprechen, weil dann stehe ich ihm auf den Füßen oder kann ihn aus den Füßen treten. Da hat jemand was zu sagen. Might be some sort God or something. You learn things super quick and teach others by using magic. Ja, yeah, I don't think so. For some reason that word does not sit well with me. Ja, wir kaufen die Leute einfach ein und dann machen die einfach, was sie sollen. Helpful. Okay, I will give it a try. But to teach so many in sense, I must grow my own skill first. Oh, I will see if you can my receipt book finding for serves. Complete cooking 12 times in Darion Village und get 10 citizens. Den ich das Kochen beibringen soll. Na dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, wie viele sollte ich? 12, oder? Wo waren die Missionen? Hier. Ne, nur 10. Okay, dann reicht's. So, dann machen wir hier auch. Ach so, also das, ich habe hier tatsächlich direkt welche geschenkt bekommen. Also die Anzahl der Citizens sind sozusagen dann schon direkt gestiegen. Dann machen wir hier auch gleich schon mal 5. Und hier unten ist die XP, also ich mache aktuell im Cooking-Bereich sozusagen meine Sachen. Und habe vorher hier noch aufgelevelt. Alles klar. Was ist das? Blue Anima Consumables. By these featured items. Punch of Shards 55. Sind das diese komischen Dinger da? Ja, hier, die 25. Und 24 Stunden Time Warp. Okay, so klassisch. Time Warp, Time Warp, Time Warp und Boost. Zweimal Blue Anima Output, zweimal Red Anima Output. Wie lange gelten die? Und vor allen Dingen, ab wann bekomme ich die Visreal Money and then use the charts to buy powerful bonuses and boosts from the store. If you are lucky, you may even award it with free Anima Shards for completing certain tasks or achievements. Achievements, ja, habe ich noch gar nicht gefunden. Permanent Boost available from the store will increase the amount of Anima you earn, while cheaper consumables will provide larger one-time payout. Dann sind es hier permanent Bonuses. Dann nehme ich mir doch gleich schon mal den blauen dazu und hoffe, dass das nicht... Are you sure to want to spend 20 shares? Confirm purchase. Yes. Purchase successful. Vierfach Blue Anima Output. Ja, also sieht zumindest so aus, als wären die Boosts dauerhaft. Und mal gucken, wie schwierig es dann wird, an die nächsten Sachen anzukommen. Also, die Sachen sind fertig und es geht weiter. Gut, also wieder Kohle. Dann 5 zusätzliche, die jetzt beim Kochen helfen. 500 Kocherfahrung und Holzfällen und Angriff. Also Holzfällen, gleich mal ein paar dazu holen und hier natürlich aufleveln. Die Frage ist jetzt nur, ist 99 das Maximallevel, was ich erreichen kann? Machen wir jetzt noch ein bisschen Farming. Ah, mein erster Attack-Skill.
Achso, die Ausrufezeichen bedeuten einfach, dass das die neuen Sachen sind. Und Unlock 2, Town Speed plus 10, Citizen Cost minus 5% und Combat, Combat Output. Okay, das heißt, die haben hier auch jeweils ihre Besonderheiten. Das heißt, dann kann ich die Citizens um 10% senken, wenn ich mal noch ein bisschen auf Fischfang gehe. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, wie lange dauert das? Fishing. Ja, hier wären natürlich Zahlen interessanter, damit ich ein bisschen mehr sehen kann, was da eigentlich abgeht. Also XP bekomme ich nur, wenn ich selber was mache. As may they have noticed from my name, I'm not actually a fisherman. Nee, genau, du bist ein Farmer. Ja, logisch. But I haven't been farming recently due to a bit of spider infestation. Oh, hast du extra Angst vor Spinnen? Can't you catch them with a goblet and punch them back outside? Well, actually they are giant undead spiders swarming up from Lumbridge Catacombs. Okay, ist vielleicht dann nicht so einfach, die mit der Heugabel aufzuspießen. Ach komm, noch ein silly Response, okay? What tangled webs we have? You can't spell undead spider without poon. Okay. Also kill 5 corpse spiders in Lumbridge Catacombs und get 12 citizens to learn attack in Draenor Village. Okay, also 12 Leute einkaufen und... Aha, das sind... ich muss die alle erfüllen, bevor die Quest zu Ende ist. Travel to the dungeon you just unlocked. Okay, jetzt muss ich da hinklicken. Select Lumbridge Catacombs. Jawohl. Travel to the Catacombs now. Okay, das ist jetzt der Clicker-Part. Select a combat skill. Den da. Equip attack to prepare battle. Enter the dungeon when ready. Okay. Aua. Okay, was kann ich jetzt machen? Ah, okay, das heißt, der macht es einfach von alleine. Und ich kann da gar nichts machen. Ah ja, das heißt, wenn ich das nicht auf Auto stehen habe, dann könnte das recht schmerzhaft werden. To town, Lambert Catacombs. Ah komm, lass uns noch eine Welle machen. Wave 2 von 6. Next. Oh, 28. Aber wenn ich den... Oh, wenn der mich jetzt angreift, dann verliere ich 28 Leben. Aber ich kann es nicht beschleunigen, oder? Magic. Komm schon, lass mich irgendwas an... der ist aber flott. Aber dafür ist er mit einem Schlag weg. So, das ist jetzt noch so ein Ding. Danach kommen noch ein paar Ratten. Ich bin ja mal gespannt, wie lange es dauert... Okay, mehr kann ich nicht. Also ich habe im Moment nur den einen Skill. Snatch, zack. Und die beißen mich zweimal, bevor ich da fertig bin. Aber ich kann nichts beschleunigen. Ich kann nicht unterstützen. Komm, mach die Ratte fertig. Diese Ratte, die... Und was der Magic Gaze ist dann auch gleich weg. Aber auf jeden Fall dauert es schon ziemlich lange, bis meine Attack-Skills da ja, durch sind. Was? Der hat jetzt... Okay, nee, nicht noch eine Wave. Das ist mir zu gefährlich. Zurück zu Town. Und jetzt sollte ich hier noch 12 Leute engagieren. 10, 11, 12. Jawohl, View Quest. Kill 5 Corpse Spiders. Genau, ich hätte ja gar nicht so weit gehen müssen. Aber was macht man nicht alles? Also, tell die not to be what they are. Okay, ich bin ein echter Held. Also, Bronze Dagger Farming, Blue Anima plus 10, Farming Citizen Cost minus 15%, Attack Output plus 7% und Max HP plus 2%. Kohle, Kohle, Erfahrung und Jagon Construction. Oh, you got a dagger. Equip item for extra skills and combat bonuses. Jawohl. Sofort equip.
Achso, das ist jetzt noch kein neuer Skill natürlich, sondern es erzeugt erstmal nur mehr Stärke dabei. Das heißt, die hier generieren rotes Krimskrams. Jawohl. Also Moment, das heißt, diese neun Felder hier sind doch die... nee, es sind 4 von 9. Oder habe ich die anderen noch nicht ausprobiert? Also hier habe ich ein neues Level erreicht. Ah ja, genau, ich war die ganze Zeit fischen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das Ganze jeweils dann hochbringe. Also ich kann auf jeden Fall die Leute schon mal einstellen. Auch wenn ich da noch nicht so viel anstelle. Auf jeden Fall geht es hier deutlich schneller rüber hoch. Also mein Attack-Skill ist auf jeden Fall noch nicht sehr weit und da muss ich noch einiges üben. Was bekomme ich denn, wenn ich hier dann Level 5 erreicht habe? Hallo? Citizen Cost minus 5%. Also 99 ist anscheinend der Maximal-Skill. Hunting ist neu, Construction ist auch neu. Und Hunting kann ich jetzt aufleveln. Ah, ich habe mein erstes Skill da oben fertig. 4 Minuten Cooldown, 16 Sekunden Laufzeit. Multiply the speed of the skill that your character is working on by 500%. Also ich mache den dann 5-mal so schnell. Für 16 Sekunden, da kommt ja nicht so viel bei rum. Total Level 25 required. Okay, welches Level ist da denn jetzt wieder gemeint? Hey, da ist... Ah, da hat er die nächste Frage. Okay, was ist jetzt los? Ein Festival. Und dafür brauchen wir... Sassy. Was heißt denn Sassy? So, and I count my luck stars that it's not the annual cow. Petty Festival. Those are a lot more challenging to make by hand. Oh, endlich die nächste Quest. Also, complete 6 Farming times in Druina Village. Also 6-mal Farming, 16 Citizens to learn Farming und complete 15 Cooking. Okay, also... Great work. Feel free to take a break. You can complete this quest while locked off. Or if you are feeling adventurous, complete the final quest here to unlock Lumberidge Castle. Complete the final quest here to unlock Lumberidge Castle. Also natürlich... Ah, hier oben wird es auch gleich angezeigt. Das heißt, hier soll ich es selber machen. Aber für das Farming soll ich ja jetzt noch eine bestimmte Anzahl von Leuten engagieren. Also, get 16 Citizens to learn Farming. Farming ist das da. So, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jawohl. So, der Teil ist komplett. Genau. Und dann muss ich nur noch die Sachen dort abarbeiten. Alles klar. Aber ich kann nichts selber beschleunigen. Ah, okay, also der goldene Rahmen ist der, wenn nicht gerade der grüne oben drüber liegt, wo ich gerade sozusagen beschäftigt bin. So, auf jeden Fall wäre das doch noch ein ganz guter Abschluss, dass hier dann... das dauert noch eine Weile. Naja, gut, nehmen wir gleich mal den daran und machen das schneller. Also wie lange dauert das jetzt aktuell? 7 Sekunden. Okay, dann geht es jetzt wieder runter. Ich kann ja eben auch hierfür Geld ausgeben. 29.000, Construction 12.000. Das hat ja an sich nicht viel gekostet. Ich glaube 48.000, wenn ich sozusagen so ziemlich am Anfang bin. Dann muss ich das ja nicht alles selber machen. Dann level ich einfach mal hier ein bisschen die Sachen nach oben. Ist ja alles nicht so teuer im Moment. Und was soll ich sonst mit der Kohle machen, ne? Ja, die sind hier alphabetisch sortiert, während die natürlich in anderen Reihenfolgen gekommen sind. So, jetzt müsste ich mir mal überlegen. Also der nächste, der hier kommt, 4800, der natürlich dann auch eine gewisse Zeit braucht, bis die hier irgendwas fertigstellen. Das bringt 450. Hunting ist relativ schnell. Das ist natürlich immer die Frage, wo ist jetzt das Geld am besten optimal eingesetzt?
Aber auf jeden Fall würde ich hier noch, kostet das denn eigentlich auch rot? Nee, es kostet trotzdem blau, obwohl sie mir rot einsammeln. So, dann hier jetzt noch ein bisschen, bringen wir die mal alle auf 10. Wir haben es ja. Ja, schwer einzuschätzen. Alle 5 Sekunden 900, alle 13 Sekunden 1200. Da bräuchte ich jetzt erstmal wieder ein Excel-Sheet, um das sozusagen in Relation zu bringen. Die Quest ist zu Ende. Juhu. Also, dann lass mich mal die Rewards angucken. Dann wird hier die letzte Szene freigeschaltet und ich bekomme noch ein paar Leute dazu. Can't have too many cabbages. Also, ja, ich hab's geschafft. Wir können eine Feier machen. Also Farming nochmal 750 dazu, 45.000, eine mehr in Farming und Ranged. Okay, keine neuen Quests, die kommt wahrscheinlich noch. Und das hier ist ein weiterer, also Fernangriff. Dann machen wir doch da gleich auch schon mal 10 Leute rein. Oder noch ein paar mehr, genau, 15. Und hier ist wieder eine Sache fertig geworden. Und ich werde mich dann mal hier drin bemühen, einfach um dafür zu sorgen, dass meine Kampfskills sich natürlich verbessern. Was ist hier jetzt neu? Ah, mein Ranged Skill, genau. 25.000, 20.000, 5 von 9 Quests. Das heißt aber, du müsstest doch noch ein paar für mich haben. Ah, da ist sie. Also, was willst du? Ach, zeig mir doch einfach die Aufgaben, die ich machen soll. Complete Mining 20 times in Lumbridge Castle. Okay, was ist hier jetzt? Your character multiplies and works on all skill titles in the current town for 25 seconds. Moment mal, wenn ich nicht aktiv bin, brauchen die länger als wenn ich dabei bin. Ja, da brauchen sie doppelt so lange. Das heißt, während ich auf dem Teil aktiv bin, brauchen sie nur halb so lange. 13 Sekunden statt 23. Okay, auch interessant zu wissen. Ach so, genau, ich sollte ja hier hin. Ach so, das sind gar nicht die Katakomben, das ist tatsächlich die andere Stadt. Okay. Mining. Die nächste. By the gods, you are the messengers described. Hail, I am a Duke Harrier, Lord of the Cambridge Castle. What did you seek here? Okay. Los, weiter. Wow. 16 citizens to learn mining. Complete 10 minings. Get 16 minions to learn smithing. Complete 5 Smithings. Und ich habe Dungeoneering. Was ist Dungeoneering? Unlock more dungeon base and increase enemy level. Oh, no! Damage enemies with melee attacks. Damage fires a ranged attack rapidly. Okay, Mining dazu, Smithing dazu. Oi, 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 es wird langsam spannend. Ja, und insgesamt soll ich das dann... Erzählen die jetzt beide gemeinsam runter oder muss ich die dann 30 Mal machen? Ah, es zählt beides gemeinsam runter, wie praktisch. Ha, und hier ist Dungeoneering. Da geht doch gleich schon mal arbeiten. Boah, 11 Minuten. Aber da kommt lila Sachen bei raus. Nee, es ist rot. Gut, das heißt, solange ich hier drin bin, muss ich ja... Achso, ich muss ja eh dabei bleiben, während die das da anstellen. Und dann machen wir hier mal wieder den Speed-Up und schauen, dass das ein bisschen schneller vorangeht. Your character multiplies and work on all skill titles in the current town for 25 Sekunden. Ja, das ist natürlich interessant, das dann mit dem dazu kombinieren, weil ich dann auf allen Titles das relativ zügig hinbekomme. So, jetzt ist natürlich auf den anderen Level ich ja eh nicht auf, während ich da nichts mache. Und ich kann immer nur in einer Stadt gleichzeitig sein, nehme ich mal an. So, wie sieht es jetzt hier mit den Quests aus? So, hier ist jetzt gleich 16. Oh, ich soll 16 von denen anstellen. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Und hier fehlen noch 9.
So, dann hier noch jeweils einen dazu. Das ist schon ordentlich teuer. Und ich schaue jetzt nochmal in die Canyon Village zurück. Okay, das heißt, es gibt eine recht überschaubare Anzahl von Missionen. Aber ich denke, dann habe ich jetzt soweit mal die Grundmechaniken gesehen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist irgendwie die Achievements oder irgendwas in der Richtung. Wobei ich glaube, die gibt es auch noch gar nicht. Bei Steam werden noch keine Errungenschaften abgebildet. Das heißt, das kommt wahrscheinlich erst noch nach und nach. Oh, ich hätte noch die Auflösung hochstellen können. Oh Mann, warum sagt mir das denn keiner? Dann hätte ich doch hier eine viel schönere Darstellung gehabt. Naja, fürs nächste Mal. Also ihr seht, die Grafik hier ist tatsächlich noch besser als so ein bisschen Krisselding. Das war einfach, weil ich das Vollbild gemacht habe und der das Vollbild nicht auf die Auflösung umgestellt hat. Soweit about this game. Auch ein weiteres, nun hier in dem Fall weniger Clicker-Game, aber doch Idle-Game. Und ja, mal gucken, ob ich irgendwie während der Dungeons dann doch nach und nach in die Lage versetzt werde, hier aktiv was zu machen. Der ist auf jeden Fall noch gesperrt. Aber bloß einen Dungeon machen wir noch. Also, auf geht's. So, schnell, 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 mach ihn fertig. Aber ich kann nichts selber machen. Ich fände es viel spannender, wenn ich hier selber mit zumindest ein bisschen irgendwas klicken könnte. Auf jeden Fall ist das viel langsam genug, dass ich es erwische. Was? 128? Nein, nicht noch stärker werden. Um Gottes Willen. Sonst gehe ich ja hier doch noch drauf. Was war jetzt eigentlich der Vorteil dafür, dass die immer stärker geworden sind? Ein 5-Sterne-Korps-Spider. Vielleicht bekomme ich mehr Erfahrung dabei. Auf jeden Fall bekomme ich 455, das war vorhin, glaube ich, deutlich weniger. Aber noch eine Wave mache ich jetzt nicht mit. Ich bin noch am Leben, also ich werde sofort geheilt, sobald ich den Dungeon wieder verlasse. Soweit, so gut. Aber ich kann den Dungeon anscheinend nicht abbrechen. Und ich möchte jetzt nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich im Dungeon sterbe. Wobei, warum eigentlich nicht? Ich glaube nicht, dass ich hier in der Form drauf gehe, dass ich wirklich Befürchtungen haben muss. Ich mache den Auto jetzt mal aus. Also 32. Ich verstehe gar nicht, wieso ich mit 17 Melee Damage dann 32 Hits wegbekomme. Also, dann jetzt mal hier. Okay, das ist jetzt dann Korps 2 Spider. Und wenn ich den jetzt nochmal eins hoch mache, dann hat die schon Level 3. Gut, dann gucke ich mir jetzt nochmal die nächste Wave an. Okay, die sind Stufe 1 und werden dann zu Stufe 2 und ich kann die jetzt noch auf Stufe 3 bringen und brauche dann nur aufzupassen, dass das sicherlich noch ganz gut ausgehen sollte. Die haben auch noch verschiedene Schadenstypen. Achso, Moment, ich wollte eigentlich drauf gehen. Naja, ist ja egal, kann ich ja im nächsten Level dann immer noch machen. Okay, ich glaube, jetzt bin ich schon langsam, weil der macht 140 Schaden, da brauche ich bloß noch einen Treffer. Und dann war es das für mich. Also, ich zeige euch jetzt noch, wie ich sterben kann und was dann eigentlich genau passiert. Also, ich habe dann 0 und bekomme keine Belohnung. Alles klar. Aber sonst passiert eigentlich nichts wirklich. Also, gut, es ist natürlich dann nicht sinnvoll, das sozusagen bis zum Ende auszureizen, wenn man am Ende dann ohne mit leeren Händen dasteht, außer dass man halt seine Skills hochbekommen hat. Na gut, also, soweit. Für RuneScape Legends und Idle Adventures. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.